Jo, da ist er wieder zurück von dem kleinen, ja, wie sagt man, war jetzt keine Jagd, war echt ein bisschen spontan, sag ich mal lieber, eher. Für dieses Teil hier habe ich so viel, habe ich noch nie bezahlt für einen Mystery Box Dingsbums. Geht euch das an hier? 3,49. Ey, dann, ich habe echt überlegt, ich wollte fast sagen, nee, lassen Sie mal. Aber ich habe ja irgendwie, wo ich dann kurz Pause gemacht habe, auf meinen schlauen Zettel geguckt, weil ich habe mir die damals alle mal aufgeschrieben, die ich haben wollte, würden, gerne, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das ist hier die Nummer 2. Also es müsste eigentlich der Datsun sein. Da, Nummer 2. War auch Glück, dass von diesen 5 Packages, die sie da hatten, ja, wie gesagt, die 2 überhaupt da war. So, gut, ich stelle das jetzt kurz mal hier hin, das Teil, und entblätter das mit euch hier, ja? So ganz professionell. Wobei, das war jetzt bestimmt, nee. So, ich hoffe, die Aufnahme läuft. Und wir machen das zusammen auf. Das kleine Mystery Models Nummer 3 Package. Achtung, ihr wisst, wie man es macht. Zack. Ohne groß weiter Plastik zu verschwenden. Ey, und was ist... Ey, Moment mal, Alter, welcher ist denn das? Ist das ein Nissan? Es ist der Nissan, Alter. Krasse Nummer, ihr lieben Freunde. Das ist krass. Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Da bin ich völlig falsch informiert auf meinen Zettel. Wobei man sich ja hier freuen kann. Der Nissan ist selten. Das Ding ist nur, ich habe den Nissan schon. Also ich habe mir auf jeden Fall damals, weiß nicht, für vielleicht 2 Euro nur gekauft, weil bei Kaufland kosten die Mystery Packs nur, ja, entweder 2 Euro oder 2,45. Also ich habe jetzt praktisch hier 1 Euro mehr bezahlt. Sieht aber geil aus. Könnt ihr das sehen? Außer dieser, wie sagt man dazu, graufarbener, muss man hier die Schärfe mal irgendwie, was ist denn das da? Dieser grau gefärbte Spoiler da vorne. Spoiler, ich meine Dingsbums hier, ihr wisst, was ich meine. Front Bumper oder wie man es nennt. Ja, könnte man natürlich schön umfärben, schön umbauen, richtig geile Räder drauf machen, klar. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier echt einen Haufen Kohle für bezahlt für das Ding und jetzt bin ich gespannt, welche hier drinnen sind, weil ich habe denn das irgendwie auf meinem Zettel falsch stehen. Das ist schade und das ist so lange her, das ist schon so alt, dass ich das auch nicht mehr wusste aus dem Kopf. Was ich wusste, ist, dass der DeLorean die Nummer 1 war. Ja, den hätte ich auch gerne noch geholt. Da, und seht mal, da ist überhaupt kein Datsun dabei gewesen. So ein Mist. Aber gut, ist jetzt dann auch nicht so schlimm. Hier haben wir auf jeden Fall den Aufkleber. Nissan Skyline RS. Das ist so ja der alte Skyline. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber wie gesagt, ich habe den, glaube ich... Also ich habe ihn auf jeden Fall einmal, aber es kann sein, dass ich mir den sogar zweimal geholt habe damals. Hier seht ihr, was drin ist. Also eigentlich, also für meine Verhältnisse alles nur hässliche Karren, die auch, sag ich mal, ja, für Kinder eher sind. Also sind keine lizenzierten, sondern das ist alles Fantasy-Cars. Ja, die einzig beiden, die hier cool sind, sind die beiden. Und ja, der DeLorean, wie gesagt, war nicht dabei. Das sah nur so aus, das war nicht keine 1, sondern eine 10, die Nummer. Das habe ich dann nochmal gesehen, weil eigentlich ist der ganz geil so. Könnt ihr euch ja mal angucken, gibt es da im Internet hier noch Videos von dem. Ja, und ich habe jetzt eben den Skyline wieder mal. Hier hinten ist was zum Malen drauf, ja, brauchen wir nicht. Jo, so sieht das denn aus, wa? Wenn man sich wieder mal verkauft, sag ich mal. Mystery Pack 3, tja. Tja, muss ich sofort auf meinen schlauen Zettel kicken und das berichtigen. Wobei es ja geil ist, weil wie gesagt, den kriegt man, glaube ich, nein, sorry für das Wackeln, ist hier mit Handy gefilmt, den kriegt man, glaube ich, so, ja, sehr selten. Ja, ihr habt ihn eigentlich gesehen jetzt von allen Seiten, und dann wird er auch mal darauf stellen. Und was ist wieder mit der Schärfe hier?
Das ist das Blöde bei dem Handy, irgendwas stimmt hier nicht. Das war damals auf jeden Fall schärfer oder immer scharf. Das war immer scharf. Ja, und wir können ihn ja nochmal ganz kurz raus in die freie Luft lassen. Darf natürlich nicht runterrollen, aber hier haben wir, glaube ich, ein bisschen besseres Licht. Das Handy sollte... Was macht der denn hier? Schönes Ding eigentlich. Und damit sage ich wieder, chill mit Öl, lieben Freunde da draußen. Peace, ich bin raus, chill mit Öl. So, und weil wir gerade dabei sind, machen wir jetzt gleich mal einen auf diesen. Klicken mal, wie das aussieht, wenn er Real Riders kriegen würde. Yeah. Sieht gleich richtig geil aus, wa? Ja, Bolski. Das hier fällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Gucken, wie die Räder aussehen hier. Oh, auch geil. Yeah, nice. Oh, wie das die Karre gleich aufwertet, wa? Völlig geil, mal ehrlich. Geilst, ja, geilst. Entschuldigung für meine Wortwahl, aber... Das ist einfach nur mal geil. So, jetzt hauen wir die mal hier rauf. Kleines Räderwechselspiel. Oh, auch ganz hübsch. Sorry fürs Wackeln. Ich bin ganz schön aufgeregt und aufgedreht. So, die haben wir jetzt gezeigt. Dann haben wir nur noch diese. Ja, so macht man das auch, wenn man sich praktisch Räder aussucht, die man ranbauen will. Denke ich mir mal jedenfalls, dass das die Leute auch so machen wie ich. Oh, auch schön. Wow. Ja, und so wird das dann auch wahrscheinlich gemacht. Also ich gucke mir dann genau nochmal ein Video. Auch ist das schön, denn es ist immer gut so ein Video, weil dann kann ich das auch immer sehen. Muss nicht auf mein Handy gucken oder so. Ich meine, das wird eh gelöscht. Und dann ja, kann man da auch nochmal schön entscheiden. Und ihr könnt auch eigentlich ja, mitentscheiden. Also wenn da die Leute immer schön so schreiben, was ihnen gefällt, inspiriert ihr das ja auch ein bisschen. Aber ich sag mal nur ein bisschen, weil ich mache ja dann eh, was ich will. Ich würde eher zu diesen tendieren. Diese, die sind schon hier sehr hübsch, passen auch gut zu. Aber ich sag mal, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Juti, bevor das Video hier zu Ende geht, verabschiede ich mich auf jeden Fall erstmal nochmal. Habe ich zwar vorhin schon, aber das war jetzt eher so ein spontan Ding, wo ich dachte, komm, film das doch auch gleich mit, wieso nicht? Ja, sehe ganz geil aus, oder? Kicken wir mal, die anderen waren auch nicht schlecht. Also, auf diesen Sinne sage ich, schön mit Öl, ihr lieben Freunde da draußen und ja, das Wochenende steht vor der Türe. Rin gehauen, tschö gesagt, peace.